Ich begrüße euch zu der 19. Folge von Let's Play Jack 3. Mein Name ist Blazing und es geht weiter. In der letzten Folge haben wir irgendwas in der Höhle gemacht und jetzt sind wir hier stehen geblieben. Am Geschütz von unserem Ultrawagen, unserem Höhlenexpeditionswagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt gegen diese Metallschädel hier ein bisschen behaupten und uns verteidigen. Also die Geschosse abfeuern und die danach töten und so. Das Übliche halt, ne? So. Und das jetzt mit dem linken Stick von der PS2-Steuerung. Von der PS2-Steuerung, ja. Das ist ein bisschen nicht schwer, aber es ist sehr ungewohnt. Oh. Wo? Ach, da. Ja, bin dabei. Oh. Aber wisst ihr, was das Ganze schwerer macht? Das ist hier dieser Sandsturm. Oh. Also, an meinem Fernseher sehe ich da fast gar nichts. Ich habe aber gesehen, dass man das auf YouTube, also auf den Videos, am PC, dass man da alles so ein bisschen erkennen kann. Aber hier auf meinem Fernseher, da sieht man echt gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wieso das hier so anders ist. Ah, was war das? Oh Gott, zwei, ich sehe doch nichts. Ah, so. Na. Nein. Oh Gott, was ist das? So. Oh nein, es kommen auch noch diese fliegenden Dinger. Oh, die sind total mies. Ich glaube, die kann man gar nicht umbringen. Ah, ich habe es noch nie geschafft, einen von denen umzubringen. Keine Ahnung. Ah, da. Uah. Achso, da geht die wieder weg. Okay, auch gut. Hier hinten soll noch einer sein. Wo? Ah, hallo. Alter, zwei! Okay, einer. Na komm. Die kommt von oben. Warte, was? Die kommt von oben? Von wo? Oh, was war das? Ach du Scheiße. Aha. Boah. Ja, ich bin dabei. Auf die Köpfe? Auf die Köpfe also. Okay, kein Problem. Nein, Quatsch. Von oben. Mann, kack doch ab. Boah! Die Fliegen kann man einfach nicht umbringen. Das ist halt so. Keine Ahnung. Kommt da noch was? Ah. Oh. Wieso habe ich gefragt? Na komm. Was ist das? Ne, da kommt noch was nach. Ja, mach du doch. Ah. Boah, heilige Kuh. Das war anstrengend. Das habe ich wieder in Kontrolle. Puh. Ich habe ein neues Objekt für den Wald. Das ist ein Wahnsinnsreflektor. Keine Ahnung, was wir machen. Aber ohne Kinder haben die Sachen nicht gebraucht. Oh Gott. Okay, das war anstrengend. Das war schwer. Ja, das war wirklich schwer. Okay, gut. Wir machen Folgendes, wir gehen wieder zurück. Gehen wir wieder zurück? Ja, wir gehen wieder zurück. Komm, wir gehen wieder zurück. Nach Haven City. So.
Weil ich will nicht, dass meine Folgen, also so ein paar Folgen hintereinander, alles dasselbe ist, sondern dass das schon Abwechslung drin ist. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Ihr habt's gesehen, was gerade los war, oder? Oh Mann. So schön programmiert. Ja, dass halt in den Folgen halt ein bisschen davon ist und so. Ne? So. Ah! Das war so geplant. Ich wollte schwimmen gehen. So. Und hier so eine ruhige Musik. Aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich gerade nicht, was für eine Mission jetzt ansteht, wenn wir hier wieder in hier. Ah, wie heißt denn das? Irgendwas mit Otzel. Naja, okay. So, mal gucken, was jetzt kommt. Wir kommen vielleicht zum Hauptquartier durch. Jinx hat einen Plan. Hey, Jackie Boy! Lange nicht gesehen! Wir haben einen astreinen Plan! Ich habe einen der miesen Zerstörerroboter gefangen genommen. Oh. Den Namen, den zeige ich dir später. Ich habe dem Baby eine Fernbedienung verpasst und seine Standardsprengladung verdoppelt. Jack, steuere den Roboter mit der Fernbedienung in das Gebiet der Garde. Wenn du ihn nahe genug an der Grenze der Freiheitsliga sprengen kannst, reißt er ein Loch in die Verteidigungslinie und wir können zu unseren Kameraden gelangen. Okay. Oh Gott! Was war... Okay. Boah. Ach du Scheiße, ist die Steuerung krüppelig. Oh Mann. Ne, sorry, aber das muss ich ändern. Damit kann ich nicht umgehen. Ist das die Horizontale? Nein, die Horizontale ist okay. War das so? Ja, ich glaube, das ist... Okay, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh nein, stimmt ja. Alter, ich... Okay, diesmal werdet ihr wirklich mitbekommen, wie ich verkacke, Leute. Oh Gott. Also richtig muss man auch nicht ziehen, das macht das schon von alleine. Man muss nur so in die Richtung davon ziehen. Na. Kann man die Medipacks aufsammeln? Ich weiß gar nicht. Ne, kann man nicht. Schade. Tut mir leid, ich muss einmal durch. Boah, das ist so schön krüppelig. Zieh doch auf den Roboter! Ja, danke. Oh ne, das... Oh, okay, Konkurrenz. Okay, die Mission ist geil. Kann man nichts sagen. Na? Ziel doch auf den Roboter. Danke. Oh, da ist noch so einer. Wieder ihr Motto, ne? Knall einfach alle ab, sagt ihr vielleicht später. Ah, wir sind ja fast schon da. Oh. Jawohl, wir sind da.
Haha. Sehr gut. Super gemacht. Nun können wir zu unserer nördlichen Front vorstoßen. Ich leite die gute Nachricht sofort zum Hauptquartier weiter. Du bist klasse, Jack. Echt klasse. Hohoho. Wieso habe ich das nicht früher gemacht? Alter. Meine Damen und Herren, ich präsentiere euch die neue Waffe. Was? Oh, geil. Wisst ihr noch, was ich euch erzählt habe über den Friedensstifter? Die Waffe, die Sick hat? Genau, die haben wir jetzt auch. Die Waffe ist verdammt gut. Die ist... Oh, cool. Wieso habe ich das nicht früher gemacht? Ich Idiot. Naja, gut. Auf jeden Fall bleiben wir jetzt noch ein bisschen hier in Haven City. Wir machen schon mal die nächste Mission hier. Wie lange nehmen wir auf? 10 Minuten? Ja, okay. Ja, stimmt, von hier oben zu schießen war, glaube ich, gar nicht mal so gut mit dem Ding. Okay, ich sollte Muni sparen. Ich habe jetzt schon keine mehr. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich an fast nichts mehr hier erinnern. Das ist echt... Oh. Lang nicht mehr. Also ich weiß jetzt nicht, welche Mission jetzt kommt. Wenn ich sie dann sehe, dann... Ah, stimmt ja. Und so, aber... Ansonsten... Coole Musik. Achso, ja, stimmt ja. Ich habe jetzt auf das falsche Symbol gedacht. Ich so, hä, müssen wir jetzt wieder zurück? Ah, nee. Wir wollten ja zum Schild. Oh, was ist das denn für ein Stadtteil? Ach ja, stimmt ja. Das war ja der Stadtteil, wo wir am Anfang von Jack 2 waren. Also, gewesen wären. Ihr wart ja nicht dabei. Wie abrupt die Musik aufhört, das ist stumpf. Au, au, au. Neuer Stadtteil? What? Okay. Ach, stimmt ja. Oh, oh, cool. Okay. Ja, so langsam kommen die Erinnerungen wieder. Das ist... Ah. Da hinten. Ja, 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 stimmt. Und jetzt kommen, glaube ich... Oh. Oh, die Mission wird, glaube ich, ganz schwer. Naja, aufpassen. Hallo, Freunde und Gefährten. Jawohl, der Dextonator ist wieder zurück. Dexter, Jack, gut gemacht. Wurde auch Zeit, dass ihr auftaucht. Wo wart ihr so lange? Sorry, uns kam ein Krieg dazwischen. Tolle Arbeit, Jack. Ich möchte mich im Namen der Stadt bei dir entschuldigen. Vergiss es. Es geht ja hier auch um meine Interessen. Also, so viel wir im Moment wissen, nähert sich uns ein gewaltiger, dunkler Planetenformer. Niemand weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Sollte es böse Precursor-Technologie sein, können wir sie nur mit noch mehr Precursor-Technologie zerstören. Und die befindet sich tief unten in den Katakomben. Und dass so viele Eco-Kristalle im Umlauf sind, kann nur eins bedeuten. Jemand versucht, die gewaltige Precursor-Technologie zu erwecken. Aha. Dahinter steckt Vega. Oder Arrow. Oder vielleicht... Oh, oh! Hört euch erstmal meine Ödland-Abenteuer an! Da stand ich nun! Allein gegen eine Horde von sabbernden Metallschädeln, als urplötzlich... Oh, oh. Sieht aus wie ein Angriff in voller Stärke. Mehrere Ziele gleichzeitig. Bereit für ein bisschen Action, Jack? Was glaubst du denn? Lassen wir es krachen, Dan. Oh, scheiße. Genau, genau, das war das jetzt. Oh. War das nicht verdammt schwer? Ich weiß es gar nicht. Ja. So. Oh Gott. Und zwar müssen wir jetzt bei diesen Robotern hier diese fliegenden Fabriken, keine Ahnung, hier die Ecken zerstören, wie man hier sieht, diese silbernen, blauen. So, und dann ist das ganze Ding nämlich. Ja, ja, kein Problem.
Wo sind denn die? Ach, da. Na komm. Ah, das sind viele Raketen. Au, oh, stimmt ja, ich darf mich davon nicht berühren lassen. Na! Ich verkack's aber auch jedes Mal. Ich will doch nur, dass du hier diese Ecke zerstörst. Hm. Okay, wir haben Munimangel. Erstmal haben wir wirklich Munimangel, das ist heftig, okay? Naja, auf jeden Fall heilen wir uns eben. Und dann gehen wir auf Munisuche. Da hinten. Oh Gott. Was ist das denn? Wie wenig Muni. Oh Gott. Verdammt, haben wir wenig Muni. Ja, stimmt. Okay, dann machen wir das erstmal mit den Robotern. Oh, ohoho, hier ist der Muni. Jawoll. Oh Gott. Die Raketen sind mies. So, jetzt. Oh, ist das mies. So geht das. Alter! Basti. Okay. Nochmal eben heilen. Oh. Ey, jetzt wird's. Mann! Wie die Nerven. So. Der letzte. Toll geschossen. Ja, danke. Finde einen Weg hierher, Jack. Oh, nee, keinen Weg gefunden. War echt schwer. Hätten aber ruhig helfen können. Wir sollen nämlich das alleine machen lassen. Ja, okay. Die beste Verteidigung. Puh, ja, kann man so sagen. 17 Minuten. Ich glaube, ich muss das schon schneiden. Ah, ja, schon. Naja, gut, dann mache ich hier einen Schnitt. Und sage bis gleich. Später. Bis morgen. Keine Ahnung. Tschüss.